Dachstuhlbrand im Stadtteil Bodenlanden alarmiert worden. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ein durchziehendes Gewitter. Die Herausforderung ist einfach das Thema dieses Blechdaches.
Dachstuhlbrand im Stadtteil Bodenlanden alarmiert worden. Wir hatten zu dem Zeitpunkt ein durchziehendes Gewitter. Allerdings, ob das Gewitter wirklich ursächlich ist, ist vollkommen unklar. Es kann auch und ist auch wahrscheinlich eine andere Ursache sein. Wir hatten dann bei Eintreffen einen offenen Dachstuhlbrand im Bereich eines Giebels. Wir haben sofort die Löschmaßnahmen mit einem Trupp über den Innenangriff und einem Rohr über die Drehleiter eingeleitet, hatten die Flammen in kürzester Zeit unter Kontrolle. Aktuell werden Nachlöscharbeiten durchgeführt, dazu wird die metallene Dachhaut geöffnet mit einer speziellen Rettungssäge unter anderem. Und so dass wir die Nachlöscharbeiten und die Arbeiten in relativ kurzer Zeit auch abschließen können. Ja, ich sehe es gerade eine besondere Herausforderung. Das ist ja so eine Brandverwahrung rund ums Haus rum fast schon. Was ist da die besondere Herausforderung bei dem Einsatz? Ja, die Herausforderung ist einfach das Thema dieses Blechdaches. Also sprich, wir müssen das wirklich mit einer speziellen Rettungswege öffnen, um an die Blutnester ranzukommen. Das ist etwas zeitintensiv. Ich denke, dass wir noch ungefähr ca. 30 Minuten brauchen werden. Und dann sollte das Feuer aber komplett aus sein. Wie sieht es aus? Gibt es Verletzte? Nein, es gibt keine Verletzten. Die Gebäude waren geräumt beim Eintreffen der Feuerwehr. Wie viele Einsatzkräfte sind denn vor Ort? Die Feuerwehr Filderstadt ist mit 2 Löschzügen vor Ort und Sonderfahrzeugen. Was schätzen Sie, wie lange die restlichen Arbeiten andauern? Ja, ich schätze so 30, 45 Minuten ungefähr. Vielen Dank, Herr Baus. Gerne. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.